Was ihr da seht, das ist ein wunderschöner Gipfel, eine wunderschöne Aussicht, die wir gerade hier genießen. Wir sind heute Morgen wieder aus Sölden hinaufgestiegen auf 3048 Meter Höhe. Mit einer ganz besonderen Bahn in die Höhe gestiegen sind wir, um hier über die Digitalisierung und ganz besonders die künstliche Intelligenz zu diskutieren. Wir hatten heute Morgen schon einen ganz besonderen Gast, mit dem hat Miriam gesprochen. Und das ist Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitales. Wir versuchen uns noch ein bisschen im Licht, aber wir haben uns sehr gefreut, dass Doro heute Morgen schon da war. Und wir haben über politische Visionen gesprochen, über Digitalisierung und die KI gesprochen. Das war echt sehr, sehr spannend. Ja, schön, dass du da bist. Danke fürs Zeitnehmen und fürs mit hier rauffahren. Wir sehen im Moment ein bisschen aus wie eine Untergruppe von Anonymous, finde ich. Durch ich bin schmeichelhaft, ehrlicherweise. Wir versuchen mal ein bisschen. Durch die Reflexionen des Schnees und so weiter. So doch, so unglaublich hell. So wird es besser. So wird es besser. Ja. Dann versuchen wir das schau mal. So. Es wird unglaublich hell hier oben, aber auch unglaublich schön. Ich bin das hinter dem weißen Fleck, der gerade spricht, aber wir versuchen das jetzt trotzdem mal hinzukriegen. Genau, wenn wir ein bisschen näher rankommen, geht es vielleicht. Doro, wir haben eben schon unten bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern darüber gesprochen. Wir reden hier über künstliche Intelligenz, was für Ideen wir entwickeln müssen, wie schnell all diese Entwicklungen gehen und wie wir das aber auch dann vom Gipfel wörtlich jetzt wirklich runter in die Welt, in Deutschland zu den Menschen bringen müssen, was ganz viel Ängste, ganz viel Vorurteile gibt. Du erlebst das ja jeden Tag. Was erlebst du da? Also ich erlebe tatsächlich so eine ganz, ganz große Schere zwischen den Diskussionen, die wir so in Berlin führen. Und es sind ja meistens immer die gleichen Veranstaltungen, die gleichen Leute und ganz beeindruckende Zukunftsmacher, die Lust haben auf Digitalisierung, die Lust haben, auch Deutschland zu verändern und diese Veränderung auch positiv mitzugestalten. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann in meinen Wahlkreis fahre oder egal, wo ich in Deutschland dann hinfahre, wo es wesentlich ländlicher wird, merke ich so eine ganz, ganz große diffuse Angst, die vorherrscht und was mir wirklich Sorgen macht, dass wir es nicht schaffen, insgesamt so eine Welle der Begeisterung dann auch loszutreten, dass jede einzelne Bürgerin, jeder einzelne Bürger auch für sich erkennt, was eigentlich die persönlichen Vorteile sind. Und gerade bei KI, wenn man dann auch abstrakt fragen würde, freut ihr euch da auf Anwendungen, würde ja auch erstmal jeder sagen, künstliche Intelligenz, nee, das sind dann irgendwelche komischen Roboter-Fantasien, die man dann hat und das ist ja dann auch alle paar Jahre immer irgendwie, dass es heißt in den Medien, es wird alles übernommen und alle Arbeitsplätze fallen weg, ohne dass man konkret darüber spricht, wie viele neue eigentlich entstehen. Und diese Schere, die stelle ich tatsächlich leider auch in einem ganz größer und schneller werdenden Rhythmus fest, was auch an uns liegt, was an denjenigen liegt, die auch ja, vielleicht keine einfache Sprache sprechen oder die keine konkreten Beispiele runterbrechen. Und wenn man tatsächlich es schaffen würde, für jeden einzelnen Bürger von 80 Millionen Deutschen so einen eigenen Use Case zu schaffen, was bringt es dir? Deine Vorteile sind im Familienleben so, in der Mobilität so und vor allem in der Medizin. Da finde ich es am allerspannendsten, da kriegt man eigentlich alle und nicht so abstrakt immer. Und die Fragestellungen leider auch bei den Umfragen sind auch immer extrem abstrakt und nicht lebensnah. Ich glaube, da können wir alle noch besser werden. Wir haben eben ja schon auch eine kleine Gruppenarbeit gemacht mit allen zusammen. Und das war genau ein Thema, was in einer Gruppe auch rausgekommen ist, dass wir eine andere Sprache finden müssen für diese Themen. Du hast es gerade schon gesagt, wenn ich jemandem sage, die Wahrscheinlichkeit, dass Diabetes bei dir diagnostiziert wird, steigt um 90%, wenn wir künstliche Intelligenz in der Medizin einsetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr schwer heben musst, auch wenn du ein Handwerk oder einen Industriejob machst, ist ganz groß und das ist für deine Gesundheit gut. Also, dass wir einfach ganz andere Narrative kriegen, um künstliche Intelligenz den Menschen deutlich zu machen. Das ist sicher eine Selbstanforderung an die Politik, aber man könnte ja auch fragen, darf die Politik nicht eigentlich erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht nur sagen, das ist der Staat und die Regierung, sondern sich selbst mit einbeziehen und mit daran arbeiten? Ja, das wurde ja schon in den 60er Jahren mal von Politikern versucht, sie dahin zu erziehen, dass sie auch überlegen, was sie für ihr Land tun können. Aber das wäre vielleicht tatsächlich auch ein bisschen zu viel verlangt. Man kann immer noch mal den Anstoß liefern, das glaube ich ja. Aber dass man jetzt erwarten kann, dass jeder dann neben der Arbeit, neben der Familie, neben dem Ehrenamt, neben den Vereinen dann auch noch zusätzlich sich da Gedanken drüber macht, finde ich schwierig und ich finde, es wäre tatsächlich schon ganz ausreichend, wenn man das Gefühl hätte, dass man ganz große Chancen hat, wo man eigentlich stolz sein kann oder dankbar sein kann, in so einem Zeitalter zu leben, die mitgestalten zu dürfen. Ja, genau.
Doro, wir haben ja auch viele Denkerinnen und Denker aus ganz verschiedenen Bereichen. Ne? Wir haben Philosophen und wir hatten Künstler, mit dem hast du eben auch auf der Bühne, Tim Beresheim, der Kunst mit KI entwirft. Gibt es irgendwas, was dir heute Morgen jetzt an dem Vormittag schon eine inspirierende Idee mitgegeben hat, vielleicht aus einem ganz anderen Bereich, nicht aus der Politik? Ja, ich fand es zum Beispiel spannend, wenn Hannes Ammetsreiter besprochen hat, dass er mal überlegt, ob er das Budget auch mal, das er zur Verfügung hat, durch KI erstmal aufstellen lässt. Das, glaube ich, könnte man beim Bundeshaushalt auch machen, mal zu überlegen, ob man tatsächlich durch einen Algorithmus, natürlich muss der dann auch in irgendeiner Art gefüttert werden, aber wenn tatsächlich so diese Reden, die immer gehalten werden, wir müssen da zukunftsfester werden, wir müssen, alle würden unterschreiben, dass mehr für Bildung gemacht werden muss, dass mehr für lebenslanges Lernen gemacht werden muss, dass man da dann tatsächlich dann auch sagen kann, okay, wenn das unsere so ein Grundkonsens ist in der Gesellschaft und ich kenne niemanden, der sagt, er ist gegen Bildung. Und wenn man dann sagt, wie würde dann Bundeshaushalt ausschauen? Wie viel würde dann tatsächlich noch in konsumtive Ausgaben gehen? Und was würde tatsächlich an Investitionen dann am Ende übrig bleiben? Wäre es zumindest schon mal von der Diskussionsgrundlage her eine bessere? Das war das, was mich tatsächlich inspiriert hat. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, auch in der Gruppenarbeit, als von einer Gruppe kam, so diese Testfelder, die geschaffen werden müssen, zum Beispiel zum Thema Drohnen, da habe ich mir dann gedacht, die gibt es eigentlich schon. Und auch da habe ich gemerkt, da müssen wir noch besser kommunizieren, dass auch dann in so einem Kreis das eigentlich mehr bekannt ist, dass wir zu ganz vielen Punkten, die gefordert werden, die in Teilen schon da sind, diese Experimentierfelder, diese Testfelder, wir machen jetzt auch so Test 5G-Regionen nochmal, dass wir nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch tatsächlich bei auch allen Entscheidungsträgern in der Wirtschaft, im Journalismus und da auch noch in der Kommunikation besser werden müssen. Können wir nicht ganz Bayern zur Sonderwirtschafts- und Technologiezone machen, von der Seite gefragt? Ja, das wäre natürlich, wäre jetzt natürlich aus bayerischer Sicht, könnte ich das mit unterstützen. Wir können auch das Saarland nehmen, wenn dir das lieber wäre. Mein Wahlkreis ist größer als das Saarland, also da kann ich auch meinen Wahlkreis anbieten. Aber ehrlicherweise ist mir tatsächlich eines wichtig und da kann die Digitalisierung sehr viel dazu beitragen, dass wir die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse tatsächlich in den letzten Winkel bekommen können. Und ich glaube auch fest daran, dass jeder, der im ländlichen Raum lebt, in ein paar Jahren der Gewinner ist und nicht mehr diejenigen, die in den Großstädten leben. Also auch da dieser Wegzug aus dem Land, der Hinzug in die Stadt gar nicht mehr notwendig sein wird. Noch eine Frage zu dem Beispiel KI und Einsatz für Budgetierung. Wenn ihr sozusagen den Haushalt mithilfe von KI aufstellt, wäre das nicht der erste Schritt, dazu Politik eigentlich überflüssig zu machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Entscheidungsgrundlage wäre, dass der Mensch dann aber trotzdem nochmal vom Handeln her denken würde. Wenn jetzt zum Beispiel die KI sagen würde, okay, wir setzen nur noch auf Zukunft. Und wenn am Ende raus käme, rein theoretisch, dass es sich nur lohnt, in die jüngere Generation zu investieren und die, ich sag's mal ganz despektierlich, die Alten rauszulassen, dann würde immer die Empathie des Politikers sagen, wir müssen uns natürlich um unsere Seniorinnen und Senioren kümmern. Und wir hatten übrigens diese Diskussion schon mal vor ein paar Jahren, als Länder um Deutschland rum die Diskussion aufgemacht haben, darf man eigentlich jemandem aufgrund der Kosten-Nutzen-Rechnung noch ein künstliches Hüftgelenk einsetzen mit 80? Ja oder nein? Und auch da muss es möglich sein zu sagen, da steht dann nicht das Finanzielle im Vordergrund, sondern da steht auch eben, stehen unsere Werte im Vordergrund, unser christliches Menschenbild und deswegen braucht es das auch noch. Mhm. So, vielen Dank, Dorobert, du hast uns jetzt deine letzten Minuten noch geschenkt. Du wirst dich jetzt wieder in die Gondel begeben. Leider. Und von Sölden in deinen Wahlkreis fahren. Nee, zum nächsten Termin. Zu den Medientagen. Genau, zu den Münchner Medientagen, genau. Da waren wir gestern auch. Und es gab gerade einen Kommentar zu begeistern und zu erklären. Das ist der Job der Politik. Und das nimmst du dir ja auch tagtäglich vor. Wir haben noch drei ganz tolle Begriffe gelernt. Die müssen wir, glaube ich, auch noch mal einmal loswerden. Wir haben nämlich den Begriff gelernt, ich bin da ganz hin und weg, der Komplexitätsüberforderung, die sich durch künstliche Intelligenz ergibt. Und dann haben wir gelernt, dass wir mit unserer Resilienzkompetenz dagegen stehen können und dass wir mit unserer Ambiguitätstoleranz eigentlich als Menschen sogar perfekt sind, mit allem Neuen umzugehen. Und was wir brauchen, ist die Perspektivität, sagte er, für die Zukunft. Und die Perspektivität kann man mit dieser Perspektive und dieser Aussicht echt gut bekommen, finde ich. Genau. Wir wünschen dir jetzt auch Perspektivität auf deiner Fahrt nach München. Und keinen Stau. Ja. Auf keinen Fall Stau, denn im Moment fährst du das Auto wahrscheinlich noch selber, das eigene.
weil es nämlich noch nicht so viele selbstfahrende Autos gibt. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht gibt es aber einen menschlichen Fahrer, der freundlicherweise ist so. Wahrscheinlich wäre, glaube ich, ganz angenehm jetzt in dieser Situation. Und wir lernen auch Gott sei Dank durch die Navigationssysteme dann, ob es nicht doch noch Alternativen gibt. Das hat sich schon ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Das stimmt. Vielen Dank nochmal an dich. Danke, du Robert. Das war das Streamteam vom Gipfel aus Sölden. Und ja, wir melden uns bald wieder. Ganz genau. Wir gehen jetzt wieder und diskutieren weiter. Tschüss. Tschüss.